Hallo ihr Lieben, auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern für Freiheit auf die Straße. Und Freiheit heißt auch das neue Buch von Angela Merkel. Ein Buch, das so frei ist, dass es auf Amazon nicht mehr bewertet werden kann. Zur Freiheit gehört ja auch Redefreiheit. Hören wir doch mal genau zu, wie viel Redefreiheit Frau Merkel ihrem Publikum bei der Vorstellung ihres Buches gewährt. Zum Ablauf des Abends. Es wird keine Fragen aus dem Publikum geben. Ich bitte dafür um Ihr Verständnis. Der Name von Frau Merkels Buch Freiheit ist ein blanker Hohn. Hören wir jetzt mal gespannt zu, was sie bei ihrer Buchvorstellung gesagt hat. Ja, aber ich muss ja immer die Alternative bedenken. Und die Alternative wäre gewesen, diese Menschen an der deutschen Grenze, da gab es ja Pläne, wie ich später erfahren habe, mit Wasserwerfern oder was auch immer, nicht nach Deutschland zu lassen. Und die hätte ich für noch schlechter gehalten. Aber Leute, die für ihre Freiheit im November 2020 auf die Straße gegangen sind, ja, die dürfen mit Wasserwerfern konfrontiert werden. Und was ist mit dem Artikel 2 Absatz 2 im Grundgesetz? Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und war Frau Merkel für eine freie Impfentscheidung oder für eine Impfpflicht? Ist es, glaube ich, wirklich auch geboten, eine solche Impfpflicht zu beschließen? In der Theorie redet Frau Merkel davon, dass eine Demokratie von Mehrheiten lebt. Alles, was gestalterische Kraft annimmt, beruht in Demokratien auf Mehrheiten. In der Praxis reagiert Frau Merkel aber ganz anders. Wir erinnern uns, dass Thomas Kemmerich am 5.2.2020 überraschend mit der Hilfe von AfD-Stimmen von der Mehrheit zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt wurde. Und so reagiert Frau Merkel auf die demokratische Entscheidung. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf. Und wenn ihr auch auf die geheuchelte Freiheit von Frau Merkel aufmerksam machen wollt, dann gebt uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Sie sagen, die Würde sei unantastbar, doch das ist nur ein Witz. In den Straßen unserer Städte, da herrscht nur noch der Blitz. Gleichheit vor dem Gesetz, das ist die pure Lüge, denn wer anders denkt, wird niedergemacht. Für schwarzhaarige Vögel, die Stimme der Freiheit in Ketten gelegt. Meinungen erzeugt, bevor sie nur bewegt. Im Namen sind der Wind. Da kämpft der sieht, doch sie stempeln nicht ab, sie nennen mich ein Biest. Das Grundgesetz, es sollte schützen, doch in den Nachrichten nur Hetze und Witze, denunziert und beleidigt. Sobald man spricht, man sieht die Freiheit nicht mehr, nur noch das Gericht. Ein Ruf nach Freiheit laut und klar, doch sie hören nicht, sie schießen nur, oh so wunderbar. Sie wollen dich brechen, wollen dich verbiegen. Meinungsfreiheit, das höchste Gut, doch sie wollen sie verbieten. Gesetze geschrieben, in Blut und in Schmerz, doch sie scheinen vergessen. Kein Funken, kein Herz, sie sagen, wir sind gleich. Doch das ist nur Schein, Reiche und Mächtige. Die sitzen allein, die Masse der Menschen wird klein gehalten. Freiheit. Aus anderen Epidemien, dass bei ungefähr 60-70% der Bevölkerung, die dann immun sind, sei es, indem sie die Krankheit selbst durchgemacht haben oder aber durch Impfung, dass dann das Virus mehr oder weniger besiegt ist. Dann können wir auch alle Einschränkungen aufheben. Bis dahin müssen wir mit gewissen Einschränkungen, die das Virus uns auferlegt, noch leben. Man müsse bei der Impfquote Richtung 80% kommen. Das mahnte Merkel nach Informationen der dpa in den letzten regulären Beratungen der CDU-Spitze vor der Sommerpause in Berlin.